Hallo, herzlich willkommen, ich bin AmerK von Outlet.de und ich will euch heute zeigen, wie man mit WebTCP ganz einfach einen Login-Bot für MyFreeFarm macht. Ich denke mal, viele von euch kennen das Browser-Game vielleicht schon. MyFreeFarm, das ist ziemlich simpel, sehr grafiklastig und deswegen ist da vor allem dann empfehlenswert, nicht mit EE oder FF zu arbeiten, weil sonst halt das Laden der ganzen Grafiken richtig lange dauert und deswegen ist halt zum Beispiel WinHTTP oder WebTCP dafür ideal. Ich benutze WebTCP 0.4. Nur damit ihr wisst, falls ihr irgendwelche Befehle noch nicht kennt, die sind vielleicht in der neuen Version dazugekommen. Ja, und wir fangen auch gleich mal mit einem kleinen Skript halt an. Ich erstelle also eine AO3, include in der als erstes die WebTCP.AO3 und starte die auch. WebTCP Shutdown, am Ende wirklich wieder runterfahren. Und was ich als erstes mache, ist natürlich wie immer, dass ich mir das WebTCP-Objekt erstelle. Und zwar will ich die Update-Funktion auslassen, dafür aber den Debugger anhaben. Das Ganze gucken wir uns dann schon mal an. Sehen wir hier, wurde erfolgreich erstellt. Klappt also bis jetzt noch alles. So, und dann fangen wir auch gleich mal an. Wir schalten natürlich zuallererst den Sniffer an. Und was wir schon mal machen können, ist, dass wir als allererstes auf myfreefarm.de gehen. Also, webtcp.navigate auf myfreefarm. Ist zwar, denke ich, im Endeffekt unnötig, aber es simuliert den Spieler an sich besser. So, dann klicken wir also auf das kleine Bildchen da, machen erstmal den Sniffer wieder aus. Sind also hier drauf gegangen. Das können wir uns auch noch ganz einfach kopieren. Wir sehen, hier wird nichts mitgesendet. Der Server antwortet nicht irgendwie großartig mit Location oder ähnliches. Das heißt, das können wir eigentlich auch noch ganz bequem hier einfügen. So, gucken, danach wird eine andere Main.php geladen. Ja, die sollten wir vielleicht auch noch mitladen. Ist, denke ich mal, im Endeffekt auch wieder unnötig, aber wie gesagt, eine PHP-Datei sollte man immer mitladen, da könnten irgendwelche wichtigen Sachen drin passieren. Unter anderem Cookies werden gesetzt oder ähnliches. Was anderes sieht alles nur nach Bildern und irgendwelchen Skripten aus. So, jetzt haben wir hier unser Login. Ich bin auf Server 1 mit dem Namen AutoItBot. Wichtig ist, MyFreeFarm achtet, soweit ich weiß, auf Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, ihr müsst auch wirklich den Namen so schreiben, wie ihr ihn ja, registriert habt. Dann klicke ich auf Einloggen. Mal speichern. Hier passiert jetzt eine ganze Menge. Und wir gucken. Und wir sehen, wir sind eingeloggt. Wunderbar. Ich schalte den Sniffer mal aus. Das ist also hier unser Login-Paket. Das kopiere ich mir jetzt auch. Gucken. Da sehen wir hier schon, es sind Posts. Das heißt, da werden noch Variablen übergeben. Nämlich diese hier. Die kopieren wir uns auch ganz einfach. Und da ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen mehr professionell mache, obwohl es im Endeffekt eigentlich wie nichts bringt, weil ich den nicht verkaufen will oder sonst was, mache ich hierfür eine extra Funktion. Und zwar nenne ich diese Funktion func mff für myfreefarm und dann login. An diese Funktion kann man einen Benutzer übergeben, ein Passwort und eine Server-ID. Und da packe ich das jetzt hier alles nochmal rein. So, dann ersetze ich mich auch gleich hier den Benutzernamen durch die Variable, das Passwort durch die Variable und den Server durch die Variable. Jetzt haben wir eine ganz simple Funktion, die wir einfach noch benutzen müssen. AutoItBot QWERASDF, ja, ich bin sehr einfallsreich, ich weiß. Damit sind wir jetzt mit dem ersten Paket fertig. Gucken, hier sehen wir, jetzt passiert hier was ganz anderes als vorher. Jetzt werden wir hier nämlich mit Location weitergeleitet. Okay. Und wir sehen auch, dass hier ist eine vollwertige URL, sprich da steht ein HTTP am Anfang. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie noch MyFreeFarm davor klatschen. Also machen wir das Ganze auch. OWebTCP, Navigate und da dass sie, wie wir auch sehen, immer abhängig ist von dem Benutzer und dem Passwort.
werden wir das Ganze folgendermaßen machen. Wir machen es nämlich uns in diesem Fall relativ einfach, machen WebTCP, header.getLocation und das hier gibt uns jetzt also diese Location zurück und dann gehen wir auch direkt da drauf. Gucken, was passiert dort. Ja, bla bla. Hier, wir senden also nichts großartig mit. Und der Server gibt uns aber wieder eine Location. Das ist auch interessant. Das heißt, wir können das hier einfach die Zeile duplizieren, wenn das ist nämlich eigentlich wieder genau dasselbe, was wir machen müssen. Und dann kommen wir auf diese Seite hier. Gucken. Da passiert nichts Großartiges. Und dann sind wir, glaube ich, schon eingeloggt. Ja, das wäre jetzt irgendwie dumm, das zu starten, weil wir natürlich noch ein File-Write machen sollten. Skript hier mit unserer Test.html. Oh, WebTCP. Ja, komm. Body. Und jetzt starten wir das Ganze nochmal. Sieht natürlich gut aus. Eine große Datei. Die auch wieder, wie ihr seht schon, wie lange das Ganze im Browser lädt. Aber ihr seht, wir sind eingeloggt. So, jetzt gibt es natürlich noch den möglichen, aber unwahrscheinlichen Fall, dass wir uns falsch einloggen. Sprich, dass jetzt hier einfach mal noch ein S dazwischen rutscht. Und das wollen wir natürlich für so eine Login-Funktion auch mit berücksichtigen. Deswegen gehe ich nochmal auf den Login. Und ich mache mir das gerade mal ganz... Okay, nein, ich lasse es lieber. Wer weiß, welche Grafiken ich klicken muss, um mich einzuloggen. Egal. Und zwar mache ich jetzt einfach mal Outlet-Bots einloggen. Diesmal nicht speichern. Ah, und da sehen wir hier ein Fenster-Login fehlgeschlagen. Ich hätte vielleicht den Sniffer noch mit anmachen sollen. Dann sieht man das Ganze mich auch noch ein bisschen besser. Und zwar, hier loggen wir uns ein. Hier werden wir wieder weitergeleitet auf unsere erste Location hier. Und dann werden wir hier jetzt weitergeleitet, nicht auf die Location, auf der wir vorhin weitergeleitet wurden, sondern auf eine, wo drin steht Login failed. Und im Endeffekt können wir jetzt ja eigentlich überprüfen, ob die Location die ist oder halt die andere. Das ist in diesem Fall die zweite Location hier. Das heißt, das speichere ich mir in eine Variable. Lokal sLocation. sLocation gleich getLocation. Jetzt kopiere ich mir die Location. Und dann mache ich if sLocation gleich. Upsala. Da. Die Location mache ich natürlich. Ja, so. Wenn es also diese hier ist, beziehungsweise wenn eine Location einfach nur drin steht, Login failed, das ist vielleicht noch besser. Sprich hier auch ein String in String. sLocation mit dem String Login gleich failed. Then return false. Else soll er weiter auf die Seite gehen, nämlich auf die Location. Und dann end if und noch ein return machen. Na gut, das Location sollte er vielleicht immer machen, dass er da drauf geht. Halt simulieren, perfekten Spieler und so. Und jetzt haben wir hier unsere Login-Funktion. Wir können jetzt auch noch hier eine Messagebox vorsetzen, die uns dann sagt, ob wir eingeloggt sind oder nicht. In diesem Fall steht da false. Ja, wegen diesen S noch dahinter. Wenn ich das wegnehme, steht ja true. Sprich, wir sind eingeloggt. Und was wir jetzt auch schon haben, ist, dass wir in unserem Body vom Objekt den Website-Body haben. Das heißt, wir können jetzt hier einfach direkt weiterarbeiten mit Body, können das jetzt in eine Datei reinschreiben lassen oder uns meinetwegen halt die die ganzen Sachen auslesen lassen, unsere Ressourcen und so weiter. Sprich, Bar, Punkte, Level, Coins oder was auch immer, Pflanzen,
und ähnliches. Da habt ihr jetzt halt völlig freie Wahl, was ihr jetzt noch machen wollt. Und ihr könnt natürlich da noch ein Else reinpacken, wenn nämlich der Login fehlgeschlagen ist, mit einer schönen Messagebox. Fehler, Login ist fehlgeschlagen. Ja, in diesem Fall könnt ihr dann auch meinetwegen halt das Body in die Datei reinschreiben lassen für eine Fehler-Log-Datei oder sowas. Ist euch halt völlig freigelassen, was ihr jetzt da noch macht. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit WebTCP, euer Armecker.